Einfache Funktionen. In Calc, LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie einfache Funktionen in Calc angewendet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Wir öffnen Calc und die Datei Einfache Funktionen in Calc v6.ods. Wir klicken auf den Tab F gleich Code. Wir klicken in die Zelle B4 und sehen in der Formelleiste die Formel, die zu dem angezeigten Wert führt. Die Funktion Code liefert den Code des ersten Zeichens eines Textes. In diesem Beispiel ist das erste Zeichen aus Zelle C4 ein M von Martha. Unten wählen wir den Tab F gleich Römisch und Arabisch aus. Die Funktion Römisch wandelt eine Zahl in eine römische Zahl um. Dies ist in den Zellen B4 und C4 der Fall. Die Funktion Arabisch berechnet den Wert einer römischen Zahl. Dies sehen wir in den Zellen B6 und C6. Wir klicken auf den Tab Datumwert und in die Zelle B4. Die Funktion bestimmt aus einem Text in einem möglichen Datumsformat eine interne Zahl. Die Zelle B4 zeigt die interne Zahl für den 1. April 2018. Und Zelle C4 zeigt die interne Zahl für den Tag 0 gleich 30. Dezember 1899 in Calc. Wir klicken auf den Tab Ist leer und in die Zelle B4. Die Funktion Ist leer fragt ab, ob die angegebene Zelle leer ist und zeigt Wahr an, wenn dies der Fall ist. Wir klicken auf den Tab Ist Formel und in die Zelle B4. Die Funktion Ist Formel fragt ab, ob die angegebene Zelle eine Formelzelle ist und zeigt Wahr an, wenn dies der Fall ist. In diesem Beispiel ist die Zelle C4 eine Formelzelle bzw. eine Zelle, die eine Formel enthält. Wir klicken auf den Tab Jetzt und in die Zelle B4. Die Funktion Jetzt zeigt die aktuelle Zeit des Computers an. Mit F9 wird die Zeit in der Zelle aktualisiert. Voraussetzung ist, dass die Computerzeit die richtige Zeitzone hat. Bei modernen Computern wird normalerweise die Zeit über das Internet eingestellt. Wir klicken auf den Tab Kalenderwoche und in die Zelle D4. Die Funktion Kalenderwoche zeigt die Kalenderwoche für ein vorgegebenes Datum an. In unserem Beispiel wird in D4 13 angezeigt, für den 1. April 2018. Wir klicken auf den Tab Funktion einfügen. In die Zelle C4 schreiben wir Anna. Eine Funktion fügen wir ein, indem wir in der Rechenleiste den Funktionsassistenten FX anklicken. Es öffnet sich die Dialogbox Funktionsassistent und im Tab Funktionen können wir bei Funktion eine Funktion auswählen. Wir wählen die Funktion Groß aus mit Doppelklick auf Groß. Im Feld Text geben wir C4 ein und OK. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter www.libreoffice.de.